Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Hallo, heute Sadika. Nachmittag Spielerunde mit der Rottweiler. Und heute wird das große Geheimnis gelüftet, was ich schon viele Male in die Kommentare da jetzt gelesen habe. Wo ist der Ball? War lange. Und zwar, Uwe, sag mal, was fressen denn die Rottweiler? Das habe ich jetzt bestimmt schon 4-5 Mal schon jetzt gelesen in den Kommentaren über die ganze Zeit dann da, ne? Und es ist wohl doch für andere interessant, was die denn wirklich jetzt fressen, ne? Und das zeigen wir euch heute, was die bekommen. Die bekommen also Hähnchen und die bekommen Trockenfutter. Sie bekommen auch, ab und an bekommen sie mal ein Stück Pansen. Ab und an bekommen sie auch mal Joghurt, ist klar. Obst habt ihr schon jetzt gesehen, was Adolf vor allen Dingen jetzt ganz gerne isst. Wasser, Melone, Banane, Mangos isst er auch gern. Also Kürbis. Kürbis, der isst eigentlich sehr viel Obst, muss ich sagen, dann, was sie hier auf der Farm haben. Wassermelone haben wir keine, aber er isst viel Obst dann auch. Ne? Und natürlich dann einmal am Tag aber nur. Ne? Die kriegen nur einmal am Tag, kriegen sie Essen? Wenn er young ist, so ein Mann. Ja, gut, das Welpen ist klar, ne? Da kriegen sie wieder anders, das ist klar. Ne? Hey! Essen. Welpe ist klar, also die bekommen natürlich mehr. Aber jetzt diese hier, diese Ausgewachsenen, die bekommen nur einmal am Tag, bekommen die wirklich Essen. Ne? Also jetzt nicht, dass man sagt, hier morgens, mittags, abends, hier der Hund, der muss fressen jetzt dann da. Ne? Dann werden die zu fett. Ella sowieso. Ne? Ella sowieso. Sie kriegt eigentlich wenig, sie kriegt weniger als Adolf, aber sie ist ja richtig fett, ne? Boah, Wahnsinn. Ja, also das mal zum Thema Essen. Ja, dass wir hier jeden Tag mit den Hunden spielen, ist klar, ne? Also die brauchen Bewegung, die brauchen Auslauf. Die musste richtig auspowern da und das machen wir dann immer vor dem Essen. Also, richtig auspowern am Tag, mittags dann hier. Und sonst laufen die immer rum. Können dann selber rumlaufen da und Eindringlinge verscheuchen hier. Ne? Die Bäume freut es natürlich auch, gell? Bekommen dann immer Wasser, ne? Immer einen anderen Platz suchen hier, dann hast du dann hier immer schön nass. Graben ist auch klar hier. Hier ist Hundespielplatz. Hier können sie graben, hier können sie wühlen, scheißegal. Ne? So, das spielt gar keine Rolle hier. So, vor 3 Tagen hat es in der Nacht geregnet, ordentlich. Und jetzt siehst du auch was hier an dem Teich hier. Also da, wo die Gräser sind, da war sonst der Wasserstopp. Also da war dann die Küste. Der Rand. So, ne? Bis dahin. Und das Stückchen ist jetzt hochgekommen. Aber wir sind noch lange nicht so weit. Noch lange nicht. Hin. Da fehlt noch einiges an Wasser. Ist da hoch? Ist dahinter? Da. Ja. Was da fehlt? Hey! Was passiert, Adolf? Wo ist der Ball? Siehst du noch, das war letztes Jahr, wo er den Ball hier in den Fluss rein hat. Den Ball hier, flupp, lässt da alles da fallen. Schuh, und der Ball weg. Er sieht es nicht, er sucht den Ball. Jetzt hat er es hier.
Hier ist auch noch so ein Loch, dann ist er da drin. Och, Adolf, was tust du denn wieder? Ist der Ball weg? Ja, es läuft hier, hier lang. Aber läuft auch da unten drunter, ne? Das Wasser vom Teich 1, der Überlauf hier. Ne? Ja, Ball, hey, der ist jetzt weg, der Ball. Ja, der ist jetzt weg. Den krieg ich auch nicht mehr raus, jetzt du Held. Warte, Wasser nicht mehr. Oder? Andi! Oh, du Adolf! Meinst du, der hat längere Arme? Schon einmal die Andi kommen nach Thailand, dann Andi kauen Born für Adolf. Ja, Andi, da ist er. Da ist er drin. Also einer ist schon weg. Der ist schon verschwunden. Und dann kommt das Zauberwort. King Cow heißt Essen. King Cow! Richtig vorm Essen erstmal etwas putzen, gell? Nicht richtig am Tisch kommen hier, du alter Wühler, du. Damen ein bisschen sauberer, gell? Ja, hier. Scheißegal. Dreckig und speckig. So, das sind dann diese Hähnchen. Hähnchengerippe. Oh, heute mit Joghurt? Ja. Für gut kacken. Ja, nicht jeden Tag essen, nur eine Woche essen. Ja. Das brauchen sie auch mal ab und an, ne? Aber auch wichtig, sonst wenn sie nicht so gut kacken können, weißt du, dann halt den Joghurt rein, ne? Dann läuft das gleich mal wieder besser. Wenn so heiß, dann kann ich gut packen. Genieße! Ja, die hat ja in den. Genieße! Du bist noch nicht dran. Ja gut, heute, ich muss ja die Kamera heute halten. Ist das jetzt ein bisschen anders? Das muss auch gehen, wenn sie es alleine macht. Muss auch gehen. Warte noch, Adolf. Warte. Warten. Ich habe Hunger, Sophie. Ja, die Hunger. Also Adolf kriegt eine Schüssel voll, Ella kriegt nur eine halbe. Noch nicht mal eine halbe. Heute bist du aber sparsam. Also sie frisst wirklich weniger. Ne? Die Kira hat. Kann ich da hin? Ja gut, die hat dasselbe so wie die Ella. Wo meine? Wo deine Hackebeil? Da. Nein. Gib's dem Makro. Also für Adolf jetzt einer. Ella auch einer.
natürlich ist das Ding leer. Ja, der kriegt dann noch etwas mehr. Der hat ein bisschen mehr Hunger, gell? Der hier. Kira eine. Sie ist auch langsam, ne? Sie ist langsam, sie braucht wesentlich mehr Zeit. Er schlingt runter. Er schlingt runter. So, das war jetzt. Zwei. Alles nein. Hier auch noch. Waren also für Adolf anderthalb, ne? Ja. Anderthalb für eine und sie auch dann eine. Ich hab. Gut so wie Adolf. Also ich möchte drei Stücke. Ja, ist eins, ein Hähnchen und noch ein halbes. Ja. Ja. Zwei. Vom Adolf zwei Hähnchen und half für Ella, half für Kila. Dann ich hab drei Stück. Also er hat dann ein volles Hähnchen und die beiden haben dann drei Viertel Hähnchen. Und? Genug? Und Trockenfutter? Und das geht rutzi, ratzi, fatzi ist das dann aufgefuttert hier. So, jetzt gehen wir nochmal eine Runde nochmal drehen. Und dann sagt er, guck ab hin. Richtig, weil dann haben die gleich den Drang danach, ihren Darm zu entleeren. Ja. Das ist bei Hunden so, nach dem Essen. Dann machst du gleich erstmal eine Runde und dann ist gut. Na? Bei Leu. Trockenfutter, nimmst du gutes Trockenfutter, da spare ich an der jetzt Qualität. Und weil die brauchen schon wirklich Nährstoffe. Also die haben einen stabilen Körper, die brauchen wir zu futtern dann. Da sparen wir nicht dran. Und vom Trockenfutter, das bekommst du auch nicht jeden Tag. Ne? Das bekommst du nur jeden zweiten Tag. Weil es halt doch so viel, was da so drin ist dann da. Ne? Und Ella wird auch ziemlich fett dann da. Ne? Also, er mag auch sowieso jetzt lieber hier Hähnchen. Ne? Aber kannst du auch nicht nur Hähnchen geben, ist auch klar. Ne? Das wäre dann wieder zu einseitig da. Ne? Deswegen auch mal ab und an mal etwas anderes dabei. Also wie zum Beispiel mal ein Stück Ranzen dann da. Ne? Oder was sie sonst so vielleicht mal haben, weißt du, ein Herz, Leber auch oder irgendwie sowas. Das darfst du denn gerne auch jetzt geben da. Das schlucken die auch jetzt ganz gerne weg. Steak, ja klar. Hier werden wir mal am besten noch hier Steak geben. Hier, ja klar. Hier, ne? So. Also das brauchen sie dann schon alles da, abwechslungsreich, spare nicht an dem Obst, spare nicht an die Vitamine, das brauchen sie auch alles, ne? Und schon abwechslungsreich dann auch dann. Normalerweise er ist ein Bei vom Hähnchen. Ja. Normalerweise man kann so nicht so teuer. Ja. Jetzt, ne? Man so teuer. Ja, Hähnchen, kannst alles geben. Fisch mag er auch, Kira überhaupt nicht. Kira mag überhaupt keinen Fisch. Wenn da ein bisschen Fisch im Futter drin ist, ein bisschen, und die riecht nur, isst er den ganzen Napf nicht mehr leer. Hallo, egal, Fisch, her damit. Ella, gerne. Ella auch. Sie ekelt sich davor. Komisch, ne? Beides, alle drei sind jetzt Rottweiler, aber so unterschiedlich, ne? Vom Charakter sind sie sowieso alle drei unterschiedlich, aber vom Fressen her ganz extrem. Ne? Also da ist Kira ein bisschen schneckiger und ja, ist auch ein bisschen schlanker auch dafür dann da. Ne? Ist egal, ja. Hauen wir auf den Teller drauf, was ist dann da, ich schlummer dann weg dann. Ne? Ja, ich würde sagen, das war doch mal informativ und vielfach gewünscht.
gehen wir immer auf die Abonnenten ein, wenn etwas kommt. Und würde ich sagen, war es das für heute. Immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand. Und tschüssi. Und tschüssi, ciao.